Und da wären wir auch schon wieder zurück beim zweiten Part von Let's Play Together Apollo Justice. Dein Einsatz. Was? Was für ein Einsatz? Du sollst vorlesen, was da steht. Achso, ja. Dieses Duell, von dem sie sprechen. Das hatte ich doch schon vorgelesen. Ja, aber weil es da steht, dachte ich, lese es nochmal vor. Ja. Ich denke, das Gericht ist über die Art des Spiels ausreichend unterrichtet. Nein! Spaß. Ganz genau. Es war schließlich nur ein einfaches Spiel. Einfach? Sind Sie da ganz sicher? Was? Wegen eines einfachen Spiels müssen üblicherweise keine Menschen sterben, Herr Justice. Angeklagter, Sie befanden sich genau zur Tatzeit im Raum. Und trotzdem bestreiten Sie jedwede Verbindung zu dem Verbrechen? Also, das ist jetzt aber seltsam. Was ist seltsam? Ich war gerade dabei, zu unserem kleinen Duell in jener Nacht auszusagen. Ihre Frage zur Tat selbst verstößt zu diesem Zeitpunkt gegen die Regeln, Euer Ehren. Natürlich habe ich mit einem lauten Einspruch seitens der Verteidigung gerechnet. Ups! Ah, das habe ich völlig verpennt! Oh! Nicht zweifeln, Justice. Herr Gavin? Right, es gibt da etwas, das ich gern klargestellt hätte. Und zwar deine Rolle in diesem Fall. Und das bitte aus deinem eigenen Munde. Warum nicht? Also gut, der Angeklagte wird seine Aussage ergänzen. Nur ein kleiner Angriff. Und schon habe ich eine komplett neue Aussage. Ich sage nichts über den Mord, aber was die Mordwaffe angeht, ich habe sie nie berührt. Sie sagen nichts? Der Angeklagte hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Was Gesetze angeht, habe ich nicht alles vergessen. Aber warum? Das ist für Sie eindeutig zum Nachteil. Und dein Job ist es, daraus einen Vorteil zu machen, oder? Toll! Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Justice, ist dir an der Aussage denn gar nichts komisch vorgekommen? Hä? Moment, irgendwas klang da tatsächlich etwas seltsam. Nur eine Kleinigkeit. Was war's bloß nochmal? Für mich klang die ganze Aussage irgendwie schwammig. So. Wenn es dir wieder einfällt, solltest du Beweise zeigen. Und zwar Beweise, die der Aussage widersprechen. Ein Widerspruch in Herr Wrights Aussage? Warum bloß? Ich werfe besser mal einen Blick in die Gerichtsakte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Wright im Zeugenstand lügt. Ist es nicht ein wenig früh für Schlussfolgerungen? Das ist dein erstes Kreuzverhör. Geh die Sache langsam an. Wenn du mehr Informationen benötigst, vergiss das Angreifen nicht. Okay, alles klar. Bin okay. Zählt sich, die Aussage noch einmal anzuhören. Und ich weiß auch, wo der Widerspruch ist. Das ist ziemlich offensichtlich. Er sagt, er hat die Mordwaffe nicht berührt, aber... trägt Herr Wrights Fingerabdrücke. Das ist eindeutig widersprüchlich. Und wir können jetzt entweder einfach eine Taste drücken, um den Beweis vorzulegen, oder wir rufen Einspruch in das Mikrofon, was ich jetzt... Ich habe nicht Einspruch gerufen! Er sagt einfach Einspruch, du hast nicht was gesagt. Fail! Oh Mann. Sie behaupten also, sie hätten die Mordwaffe nicht berührt, diese Flasche Traubensaft. Richtig? Das habe ich gesagt. Schwitz, schwitz, schwitzi, schwitzi, schwitz, schwitz, schwitz. Schwitz, schwitz, Mann, wir sind hier im Gerichtssaal, nicht in der Sauna. Ja, irgendwie. Ach, vielleicht ist ihm gerade sehr warm. Stimmt was nicht, Herr Justice? Was? Was zum... Wirklich zu schade, dass unser Verteidiger nie gelernt hat, sich einfach dumm zu stellen. Was soll das heißen, Herr Payne? Ich habe die fragliche Flasche untersuchen lassen. Und sie war über und über mit Fingerabdrücken des Angeklagten bedeckt. Nicht gut. Einspruch! Kein Grund, so zu schreien, Herr Justice. Wir können Sie auch so gut verstehen. Peinlich, peinlich. Übermäßiges Schreien schadet den Ohren des Richters und unserem Fall. Aber wozu dann mein Stimmbänder aus Stahl?
Tja, das hätte er nicht unbedingt absolvieren müssen. Davon abgesehen, was ist so besonders an den Fingerabdrücken auf der Flasche aus einem Restaurant? Tja, das stimmt. Die Abdrücke allein sind kein Beweis dafür, dass er es war. Oh, sie wären bedeutungslos, wenn es ganz gewöhnliche Fingerabdrücke wären. Hä? Aber die Fingerabdrücke auf der Mordwaffe sind verkehrt herum. Verkehrt herum? Was soll das denn heißen? Er hielt die Flasche verkehrt herum. Dafür kann er nur einen Grund gehabt haben. Kann ja nur einen Grund... Ja, okay. Weh. Jawohl! Jawohl! Er wollte jemand mit der Flasche eine überbraten! Autsch! Dieser Blick! Herr Garvin, ich glaube, jetzt haben wir ein echtes Problem! Ach, ich sehe kein Problem, Justice. Er ist so ruhig. Was? Einzig und allein die Wahrheit zählt. Alles hat seinen Grund, du wirst schon sehen. Angeklagter, können Sie dem Gericht die Fingerabdrücke auf dieser Flasche erklären? Tja, jetzt wollen wir deine Erklärung dazu. Ich verweigere weiterhin jede Aussage über den Mord. Fürs Erste. Sie sind nicht gerade kooperativ, oder? Damit könnten Sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Ja, in der Tat. Das ist nicht gut, zumindest für ihn. Ich glaube, er hat einen Plan. Ich könnte es mir auch vorstellen, aber so wie er jetzt momentan rüberkommt... Er ist sicher so unkooperativ, weil er uns etwas vorenthält. Ja, es muss einen Grund geben. Einspruch. Euer Ehren, Sie scheinen etwas vergessen zu haben. Und was bitte sollte das sein, Herr Garvin? In der Tatnacht. Wer war es denn, der die Polizei über den Mord in Kenntnis setzte? In Kenntnis setzte? Na gut, es war der Angeklagte, Herr Wright, aber trotzdem. Wirklich? Also, ja, in dem Polizeibericht zufolge wurde der Mord unweit des Tatorts über das Handy des Angeklagten gemeldet. Unweit des Tatorts? Sehen wir uns doch einmal eine Abbildung des Tatorts an, ja? Der Mord geschah in einem kleinen Raum, 2 Etagen unterhalb des Erdgeschosses. So tief unter der Erde haben Handys natürlich keinen Empfang mehr. Der Angeklagte benutzte diesen Aufgang, um nach oben zu gelangen. Der Anruf erfolgte vom Erdgeschoss des Restaurants aus. Ich verstehe. Und das ist das Telefon, von dem aus angerufen wurde? Was für ein altbackenes Telefon. Oh ja. Handy. Es ist nicht mal ein Klapphandy. Nicht mal das. Es ist ein unzerstörbares Nokia. Tja, es geht nicht so schnell kaputt, wenn es auf die Erde muss. Denke ich. So, ein neuer Beweis. Right, Sandy. Der Angeklagte hätte sich auch einfach entschließen können, vom Tatort zu fliehen. Stattdessen kam er seiner Bürgerpflicht nach und meldete den Mord. Und sie behaupten, er sei unkooperativ? Ah! Gute Rettungsaktion, Herr Garvin. Diese Chance sollte ich nicht vergeuden. Ich denke, die Anklage hat vorerst genug mit unserem Mandanten herumgespielt. Gespielt? Ich versichere Ihnen, niemanden ist es ernster. Was haben Sie noch gesagt? Der Angeklagte war genau zur Tatzeit im Raum. Woher wollen Sie das wissen? Das ist eine gute Frage. Woher denn? Moment, lassen Sie mich mal. Die einzige Möglichkeit ist ein Augenzeuge. Ahahaha, Sie sind wirklich so gut, wie alle sagen. Es war also in der Tat nach noch jemand im Zimmer. Das bedeutet, dass jemand das Verbrechen beobachtet hat. Das war bis jetzt nur das Aufwärmtraining, Justice. Bist du bereit? Na schön, die Anklage möge ihren ersten Zeugen aufrufen. So, stell dich schon mal darauf ein, du musst gleich mit russischem Akzent sprechen. Ich? Ja, du. Oh Mann.
Ich weiß, du musst schon eine Menge Charaktere vorlesen, aber der nächste Charakter ist auch eine Frau. Oh, okay. Das erklärt natürlich, warum ich die sprechen muss. Okay. Oh, ich erinnere mich an sie. Die Zeugin wird ihren Namen und ihren Beruf angeben. Nur ich versuch's mal. Einen Moment mal. Wo bitte ist die Zeugin? Sie versteckt sich. Ich vermute, sie hat Angst vor dem dämonisch anmutenden Hörnern der Verteidigung. Was für Hörner? Nur ein bisschen Haargel. Entspannt euch, Leute. Ach so, wir sprechen von seinen Spitzen. Ach, pff, komm. Keine Angst. Sobald ein Horn auf sie gerichtet wird, schneidet das Gericht es ab. Was? Apollos arme Frisur. Oh. Nein, lasst sie bitte so. Sie sicher sein? Bei meinem Hammer. Bitte kommen Sie. Ist Gewalt gegen Frisuren denn kein Verbrechen, euer Ehren? Na gut, wenn Sie meinen, es sei okay. Wie soll man russisch Akzent sprechen? Ich kann nicht russisch Akzent sprechen. Also die Anklage. Was zum? Moment mal! Ist Paparazzo? Hättet die Anklage die Güte uns, die, Was? Staffage? Was ist das? Was ist das für ein Wort? Ich weiß nicht mal, was das für ein Wort ist. Ich kenne das gar nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Egal. Der Zeugin zu erklären? Ja. Sie ist eine Fachkraft. Dabei handelt es sich lediglich um ihre Arbeitsutensilien. Und das wäre? Mein Name ist ein Olga Olli. Ich kenne in das Sportspot-Restaurant. Und warum dann die Kamera? Ich serviere den Botsch. Der gibt Namen zum Restaurant. Deshalb, ich sei ihn stolz. Ach Gott. Aber ich auch leiste ihn, wie sage ich, an dir des Dienste. An dir des Dienste. Mhm. War schon korrekt so. Ja, ich war nur gerade irritiert davon. Und einer davon ist das Fotografieren der Gäste, nehme ich an. Aha, sehen Sie ja beispielsweise den. Das ist der Angeklagte. In der Tat, in der Mordnacht. Mann mit weißer Hut ist gegangen kaputt. Mach dich nicht dort, ich mach dich kaputt. Ist doch kein Gegenstand. In der Tat, das ist das Opfer. Ey, du Opfer. Sorry, der war schlecht. Ja. Der kam also gar nicht gut gerade. Ruhe, Ruhe! Erstaunlich, dass uns ein so wichtiges Beweisstück so gefällig in den Schoß fällt. Zufällig. Ist wie lass ihn fallen, kalt den Pott mit Botscht in Schoß von Gäste. Zufällig. Das wird das Gericht diese Beweise zufällig akzeptieren. Dann wird Olgas Foto. Allah, ich bin Olga. Also, Zeugin, wo waren Sie, als der Mord geschah? Ich war in dem Zimmer. Das Geheimzimmer, wir nennen... Seit wann bist du Apollo? Entschuldigung. Nichts so ungut. Das Geheimzimmer? Es Zimmer, wo berühmte Bandit Bad Guy sein... verhaftet wurden. Oh Gott, was? Es Zimmer sein, wo Mord passieren. Oh, ich glaube, so ist gut. Was? Es sei überrascht, es so süß aussehen. Es? Sie so süß aussehen. Okay. Sie so süß aussehen. Ist sie in ihn verknallt oder was? Man kann nie wissen. Oh Mann. Die ist komisch. Ich später warten bei Tür von Gerichtssaal auf sie. Da habe ich Foto nummerieren und sie schreiben nicht, welche wollen haben Kopie. Oh Gott. Was zum? Zur Tatzeit befanden sich also drei Personen in dem Zimmer. Das Opfer Shady Smith, Herr Wright und Olga Orly, unsere Zeugin. Und wenn Herr Wright nicht der Mörder ist, dann heißt das... Na schön, Zeugin. Berichten Sie dem Gericht, was Sie in jeder Nacht ereignet. Was sich in jeder Nacht so... Jene fatale Nacht. Jede Nacht Gast mich Fragen geben, Karten für Spiel.
Sein Kalt bei die Spiele mit Hüten spielen, da. Opfer erspielen ganze Zeit mit Hand an Medaillon am Hals. Dann letzte Blatt spielen, aber passieren schreckliche Sachen da. Dieses da irritiert mich irgendwie. Dieser Mann springen auf Opfer und würgen es bis sein Tod. Wer hat das Spiel denn eigentlich gewonnen? Ist das nicht offensichtlich? Das Opfer war der Gewinner, Herr Smith. Das ist lächerlich. Weil Herr Wright gar nicht verlieren kann. Justice. Hättest du vielleicht noch einen berechtigteren Einwand? Aber er hat seit 7 Jahren nicht verloren. Glauben Sie mir einfach, Junge. So etwas ist schnell passiert. In meinen ersten 7 Jahren als Ankläger habe ich auch keinen Fall verloren. Ja, sicher, ist klar. Zufälligerweise liegt mir ein Beweisstück vor. Oha. Immer diese ganzen Beweise. Es werden viel zu viele mit der Zeit. Das sind die Spielchips. Und zwar genau zu der Zeit, als die Tat geschah. Das Blatt und die Chips auf dieser Seite gehören zum Angeklagten Herrn Wright. Die auf der anderen Seite gehören zum Opfer Herrn Smith. Chips, sagen Sie? Da, ich meine ja. Stellen Sie sich Poker wie Krieg vor. Was? Ihr Blatt ist die Armee und die Chips sind Ihre Beute. Ich weiß schon, schließlich nannte man mich in meiner Jugend den Poker-King von Gerichtssaal Nummer 3. Er war mal jugendlich? Anscheinend. Ich dachte, der kam mit dem Bart auf die Welt. Aber ich könnte schwören, der hat doch damals als Jugendlicher schon so eine Glatze gehabt. Ja, aber... Hab ich so irgendwie, weiß nicht. Wer weiß, ob er nicht schon so ein Rauschebart hatte, nur nicht in Grau. Naja, machen wir weiter. Jo. Er meint wohl eher Pokerface. Pokerface? Okay, nein. Würde ich mir das Foto so ansehe, scheint es wirklich, als wären die meisten Chips auf der Seite des Opfers. Na schön, die Verteidigung kann die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Sie haben die Karten gegeben. Tun Sie das häufiger? Da, ich das tun. Wenn Gast wünschen, ich gebe alles Borscht Karten, mehr Borscht. Foto? Das sei meine Arbeit. Gut, von einem Ort zu hören, an dem das Wort Service noch etwas zählt. Ich heiße ihn willkommen in Borschtpot, wo Borscht sein warm wie Kennerin. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie während des Verhörs keine Flyer verteilen würden. Ja, keine schlechte Werbung machen hier. Moment mal! Wir haben April, wie kann es da so kalt sein? In Borschtpot, wir stolz auf originales, ländliches, russisches Atmosphäre. Draußen Frühling sein, aber drinnen sein immer kalt wie Mütterchens Russland. Die werden mich nie zu Gesicht kriegen. Wenn geht um heiße Borsch, kalte Zeit sein beste Zeit von mir, da? Moment mal! Sein Medaillon? Ich glaube, es ist ein Anhänger für gute Glück, da? Er viel anfassen, wenn spielen in jener Nacht. Tja, vielleicht hatte er den ganzen Tag lang nichts gegessen. Obwohl er war... Was? Obwohl es war klein genug, um es um den Hals zu tragen. Davon wäre er nie satt. Als wenn er es anknabbern würde. Die Verteidigung bittet um Klarstellung. Es geht wirklich um ein Medaillon? Ich meine, ein Amulett mit einem Bild, richtig? Kein Stück Fleisch. Ich wette, das war irgend so ein Witz, den man nicht übersetzen konnte in die deutsche Version. Ja, das könnte gut sein. Weil das Ganze macht irgendwie gerade keinen Sinn. Der irgendwie... Natürlich! Das war mir völlig klar. Vielleicht war es ja geformt wie ein Stück vom Rind, deswegen hat sie es so genannt. Nein, ein Medaillon ist ein Anhänger, egal. Der Form halber Weise
ich dich darauf hin, dich nicht über Schwerhörige lustig zu machen. Schwerhörig? Eher schwer vom Begriff. Redet er vom Richter? Ja, er redet vom Richter. Ach so. Also, was passiert dann? Wenigstens will er mit seinem Wallehaar nicht wiederholen. Moment mal! Etwas Schreckliches? Ah! Er würde die Verteidigung ihr unbegründetes Geräusch einstellen. Tut mir leid. Über den Sinn des Stimmtrainings sollte ich nochmal nachdenken. Jo. Also, Frau Orly, können Sie uns erzählen, was dann passierte? Oh, ich zu viel Angst gehabt. Da, ich zieh denn vor Angst. Dieser Mann springt auf Opfer und würgen es bis sein Tod. Das ist unser Widerspruch. Denn er ist durch einen Schlag auf die Stirn gestorben und nicht durchs Todwürgen. Das ist in der Tat ein Widerspruch. Diesmal werde ich aber wirklich Einspruch in das Mikrofon rufen. Jetzt aber. Einspruch! Er hat sich erkannt! Einspruch! Einspruch! Jetzt aber. Geht doch. Oh, wirklich? Sie sagen, er würgte ihn? Seltsam. Da, normalerweise Gast nur Würgen vom Bord. Oh, ist das Bord so schlecht. Nein, ich meine, laut Bericht war die Todesursache ein Schlag gegen die Stirn. Ah! Frau Orly, ganz ehrlich, haben Sie die Tat beobachtet? Ah! Hat so gut gefangen. Skills. Nice. Auf diesem Foto sieht es nicht so aus, als wäre er erschlagen worden. Er hat zum Beispiel noch seinen Hut auf. Aber Fakt ist, er wurde erschlagen, euer Ehren. Ah. Hier ist ein Foto von der Spurensuche ohne Hut. Also, das ist schon recht schockierend. Auf diesen Kopf wurde eindeutig eingeschlagen. Ach was. Kommt er darauf? Also, ich hätte es nicht erkannt. Sicher? Ganz sicher. Ah, okay. Aber ich sehe, wie passiert. Angeklagter, er strecken Hände nach Opfer, nach Hals. Ach ja, Frau Orly? Oder habe ich Sie da diesmal bei einer dicken Lüge erwischt? Justice. Ich bewundere deinen Enthusiasmus, aber denk noch einmal genauer nach. Was meinen Sie? Das ist doch ein Widerspruch. Es gibt da ein Detail in Ihrer Aussage, das mich beschäftigt. Na schön. Ich denke, wir sollten mit dem Kreuzverhör fortfahren. Man kann sich auch zu viele Gedanken machen. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns umorientieren. Man kann allerdings auch zu laut denken. Moment mal, das ist neu, oder? War das neu? Ah, zuerst Angeklagter, das ist neu. Ja, das ist neu. Sneak. Willst du es nicht vorlesen? Ach so, ja, sollte ich vielleicht, da es ja neu ist. Zuerst Angeklagter versuchen zu würgen, den Opfer, dann ihn mit Flasche hauen. Moment mal! Sie erwähnten bisher nichts von einem Schlag. Mir leid tun. Müssen haben vergessen, da. Zeugen, seien Sie in Zukunft genauer bei dem, was Sie aussagen. Oh, da. Es ist mir leid tun, euer Herr. Was sollte dann auch die fehlende Übereinstimmung mit dem Autopsiebericht erklären? Der Angeklagte hatte vor, sein Opfer zu erwürgen, überlegte es sich dann aber anders. Das ist ja klar. Und dann entschied sich für... Was? Und dann... Ah, okay, jetzt tut er auch einen auf Russe hier, oder was? Und dann entschied sich für eine einfache, direktere Methode, okay. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Er hat ihn also erst erwürgt und dann erschlagen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Irgendwie kommt mir das alles komisch vor. Ja, mir auch. Leg los, ich bin sicher, du weißt, was du tun ist. Jawohl, Herr Garvin, überlassen Sie das ruhig mir. Oh, du schaffst das schon. Zum Zeitpunkt des Mordes befanden sich nur 3 Personen in dem Zimmer. Moment, hatten wir das nicht schon? Nee. Jetzt habe ich dich, Orly. Ich würde sagen, die gute Orly haben wir dann im nächsten Part.
dran bekommen. Jetzt wird es erstmal Zeit für ein Päuschen. Ein Päuschen? Was? Ein Päuschen? Jo. Ach ja, falls ihr mal Einspruch auf Französisch hören möchtet. Awesome! No. Schnell wieder umstellen. Okay, das war's für heute, Leute. Wir sehen uns in Part 3 wieder. Bis dann! Tschüss!